Ahoi, ihr Landratten, und willkommen zu einer neuen Folge U-Boot. Wir sind in Bergen im arktischen Ozean. Und ich glaube, wir sind stehen geblieben bei, wir müssen erstmal aufstocken und so, ne? Ja, genau. Dann geht Wolfie erstmal shoppen, ne? Benötigen Sie, Herr Offizier. Zeug. Kollege. Das werde ich tun. Und hier ist ja alles leer gelutscht. Was brauchen wir? Ersatzteile brauchen wir. Wir brauchen Lebensmittel. Warum habt ihr keine Wurst? Nein. Hier gibt es halt ein bisschen Gemüse. Wenn Wurst alle ist, ist die Wurst halt alle. Ah, ist das wieder dieser dumme Ladefehler hier? So. Geht schon. So. Sprit brauchen wir auch. Und wir sind komplett leer. Hallo. Da ist Offizier Freundo. Willkommen. So, fangen wir mal mit dem hinteren Rohr an. Ein Rohr, zwei Rohr. So. Du kommst mit. Dann hätte ich gerne den. Und den. Den und den. Hey, dann sind wir vorne. Dauert ja nur 6 Tage, 5 Stunden und 59 Minuten. Ach ja, anscheinend sind die Entwickler wieder zurück. Es gab einen ganz kleinen Patch. Und zwar haben die wohl einen Bug gefixt, der mit Patch 15 aufgetreten ist. Und zwar, wenn sich ein Flugzeugträger zu weit irgendwie vom Konvoi entfernt hat, dann ist das Spiel abgestürzt. Hey, Wolfgang Petri ist auch da. Hallo. Jo. Ich glaube, ich hatte der Mannschaft auch noch Urlaub versprochen, ne? Letztes. Ja. Das ist Krieg, Männer. Da können wir uns keinen Urlaub leisten. Ja, komm. Wir nerven mal ein bisschen den Adi hier. Vielleicht ist er ja da. Und Blondie. Dann kippen wir uns noch eine Flasche Rosé hinter die Binde. Machen wir mal ein bisschen leiser hier. Ja. Jetzt steht er da 21 Tage einfach rum. Jo, kann er auch machen. Tja, ist ja dein Urlaub. Nicht mein Problem. Na toll, jetzt schneidet im Uwe-Bunker. Habt ihr denn kein Dach oder was? Lokania-Befehl. Trotz großer Rotkreuzflagge wurde U-156 fünfmal von einem amerikanischen Flugzeug vom Typ Liberator bombardiert, während es 4 volle Rettungsboote schleppte. Beide Periskope waren vorübergehend außer Betrieb. U-156 stellte die Rettungsarbeiten ein und kappte die Leinen zu den Rettungsbooten. Es erhielt den Befehl, keine weiteren Hilfe bei Rettungsversuchen zu leisten. Allen U-Booten wird erneut mitgeteilt, dass die Sicherheit der eigenen Boote unter keinen Umständen gefährdet werden darf. Wenn nötig, sind alle Maßnahmen zu ergreifen, auch der Abbruch aller Rettungsversuche, und unterlassen Sie so Spielchen wie in die Themse reinzufahren und von Minen in die Luft gejagt zu werden. Wie aus dem Bericht von U-156 hervorgeht, glaubt der kommandierende Offizier nicht, dass der Feind angreifen würde, sobald er die Rotkreuzflagge und die Rettungsversuche sah. Diese Einschätzung ist schwer zu verstehen. Es ist anzunehmen, dass er durch den Anblick von Hunderten von Überlebenden, die um ihr Leben kämpfen, beeinflusst wurde. Die Befehle, ey, was läufst du denn durch die Gegend? Die Befehle über Bergung von Kapitän und Chefingenieuren bleiben bestehen. Aha. Na, können wir das hier noch ein bisschen drehen? Wunderbar. Schönes 3D-Item. So, genug. So, der Urlaub ist vorbei. Wir checken nochmal die ganzen Lager. Wir haben nochmal einen letzten Blick in die Kombüse. Ja, komm, hier krieg ich noch die letzte Wurst. Wir holen noch mal ein bisschen mehr Gemüse und Dosenbrot, würde ich sagen. Herr Kapitän? Du hast voll. Ja.
Du hast voll Torfrose. Du brauchst noch ein paar Ersatzteile. So. Du nicht, du nicht. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Wir brauchen auch noch ein paar Koffer. Okay. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? So, du hast. Okay, dann gehen wir nochmal kurz shoppen, holen uns einen neuen Auftrag und dann decken wir die See ab. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Ja, noch ein bisschen mehr Zeug hier. Das. Das. Dann. Na toll. Warum habt ihr nur so wenig Gemüse? Die Männer brauchen was Vernünftiges. Aber komm, es gibt Fleischkonserven. So. Die sind zwar sehr teuer, aber das ist es mir wert. Wow, das ging sehr schnell. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Ja, hier, schnapp dir mal was. So. Ja, mach mal. Ja. Bisschen schneller, wenn ich bitten dürfte. Danke. Benötigen Sie, Herr Offizier, sehen Sie sich die Lagerbestände an. Ah, noch ein bisschen Dosenbrot hier. Ach so, jetzt hat er auf einmal 100 Gemüse. Aha. Alright. Ja. Der EU weiß ihren Beitrag zu Operation Paukenschlag zu schätzen. Gut gemacht. Ja, das ist ja nun wirklich ein alter Ruder. Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Die sind immer streng geheim. Da oder da? Gering, sehr groß. Ja, dann schickern wir hier oben lang. So, einen Tag haben wir noch frei. Und los geht's. Okay, wir haben alle Leute mit an Bord. Einer ist im Krankenhaus, einer hat Tuberkulose. Alfred Hoffmann. Erstmal das. So, Spezialisierung. Schleichfahrt. So. Dann sind wir den Punkt auch wieder los. Und da sollen wir hinjiggen. Dann machen wir das mal. Und wieder richtig tolles Wetter hier, ne? Dauerdunkel. Hm. Erschwerte Bedingung. Ja, 3000 Kilometer sind es. Ist schon eine ganz schöne Strecke. Aus 17 Ansehenspunkte. Mein Gott. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Schade. Sehr schade. Wir befinden uns in flachen Gewässern. Toll. Ah, jetzt muss er die Insel hier noch landen. Komm, gib mal Gas. Wir brauchen ein bisschen Action, 1,51 Millionen Budget. Wieder Dezember 1942. 5 Tage vor Weihnachten. Die Schlacht um Stalingrad hat begonnen. Spoiler Alert, das geht nicht gut aus für die Deutschen.
Ja, vielleicht auch ganz gut so. Wir haben ein Funktelegramm vom BDU erhalten. Bitte nun, ne? Na toll, AC2 bis AC5. Ändern die einfach unsere Koordinaten, ne? Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Wieso? Tauchen auf 5 Meter. Mal klappern Snorknose. Mach mal Tiefenruder. Elektrisch. 19:19 Uhr. Der Mond steht am Himmel. So sieht er aus, Leute. Sehr mondig. Ein paar vereinzelte Wölkchen sind am Himmel. Die Stimmung ist angespannt. Jetzt müsst ihr aber auch mal tauchen, oder? Und blub. Oh, haben wir irgendwas? Nein. Patrouillengebiet erreicht. Juppidu. Oh, 7000 Tonnen. Okay. Naja, dazu müssen wir erstmal jemand finden, ne? Oh, sende mal kurz. Oh, du brauchst ihn nicht. Peilung 130 Grad. Das ist eine Uhr, oder? Und die sonst hier alleine durch die Gegend jiggen. Sag ich doch. Ein Typ 7C. 10 Meter. U-Boot 190 Grad. Ja, lass mich vorspulen. Nichts in der Reichweite. Dann wahrscheinlich irgendein Küstenschiff oder so. Naja, mal sehen. Vielleicht haben wir Glück. Wir finden nochmal einen fetten Konvoi oder so. Erstmal jiggern wir ein bisschen durch die Gegend. Gar nichts hier, ne? Naja, patrouillieren wir hier mal ein bisschen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloy. Hier fahre ich nie wieder hin. Sollen wir noch mal einen Auftrag kriegen oder so, die Gegend da auszuspionieren? Sag ich nö. Und was ist jetzt? Na toll. Ah, sie betreten das Mannschaftsquartier, wo ein heilloses Chaos herrscht. Werwolf steht starr und mit einer trotzigen Miene. In der Nähe liegt Waldpfanne. Komplett zusammengeschlagen, verletzt, blutend. Das Ausmaß des Schadens ist noch nicht abzusehen. Geflüster, während ihre Mannschaft das Geschehen verfolgen. Es scheint, dass eine unbedachte Beleidigung von Werwolfs Mädchen einen gewalttätigen Zwischenfall ausgelöst hat. Nun lassen die Konsequenzen schwer. Kriegsgerücht. Ja, toll. Und Waldpfanne liegt im Koma. Das ist auch wieder ein Medipack, ey. Nee, 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 ey. So, halt mal kurz still.
Hier kriegst du eine Spritze. Zack. So, alles gut. Jetzt kannst du auch wieder weiterarbeiten. Und noch eine Spezialisierungspunkte. Ich weiß gar nicht, wo ich damit hin soll. Naja. Ah, toller Zwischenfall. Ich erwarte Ihre Befehle. Torpedorohr 2 gewartet. Ja. So, warte, dann kannst du dir schon mal ein neues Medipack holen, ne? So. So, was haben wir hier drin? Da gibt es noch ein paar Früchtchen. Ja. So, bald fahren wir jetzt auch wieder am Machen. Er ist am Beobachtungsperiskop. Da muss er nicht zu sehr körperlich arbeiten. Nein, alle Kien holen. Moin an alle. Hallo, ihr merkt ihr. Wir brauchen die Mannschaft schon. Zudem hier einer von den Newton-Jungs. Hier Trucker NRW, liegt mit Tuberkulose im Krankenhaus und Body Harbor. Auch noch 4 Stunden Krankenhaus hier. So, Beowulf erwartet das Kriegsgericht. Und hier ist absolut nichts los, ne? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oh. Es wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Konvoi in Sicht. Blankquadrat AC 565, Kurs 88 Grad, Geschwindigkeit 9 Knoten, 8 Knoten. 88 Grad. Kurs setzen. Ja, die können wir doch einholen, ne? Da schicken wir mal ihm hin, ne? Da sieht die Jule aus. Wir müssten eigentlich schon die Peilung haben von denen. Zielposition erreicht. Ja. Natürlich immer dunkel hier. Safety safe. Und dann stürzen wir uns mal ins Getümmel. Zerstörer. Fünf der Kaloien, sich hier befinden uns in flachen Gewässern. Jetzt. Junge Männer, ihr wisst, was das heißt. Als eingespielte Mannschaft werden wir dem Feind zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. So. Auf Rotlicht, Manuel. Du dahin, du dorthin. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Sichtweite, wenn es geht. Zerstörer. 55 Grad. Halbe Fahrt voraus. Corvette, 50 Grad. Corvette, 85 Grad. Corvette, 80 Grad. Warum zur Hölle habe ich keine Heilung davon? 60 Grad. Sichtkontakt. Ich habe hier keinen Sichtkontakt. Er sah richtig toll. Hier. Ich sehe überhaupt nichts. Oh, ich hasse die Arktis. Sie ist halt echt absolut nichts. Ne? Es ist einfach nur dunkel die ganze Zeit. Wenn es dann noch ein bisschen Schnee oder Regen oder Schneeregen oder Regen mit Schnee gibt, dann ist direkt hier vorbei. Torpedorohr 2 gewartet. Oh, klappt den Snorkel ein. Kurs setzen.
Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Auf. Zerstörer, 35 Grad. Zerstörer, 300 Grad. Wo sind wir denn? Robert, 35 Grad. Robert, 40 Grad. Ich seh nichts, ne? Das sind sehr viele. Wow. Das sind sehr, sehr viele. 32 bis 68. 5 bis 12. Und. Hey, der Kurz ist auch der. Hallo. Gerade richtig. Wir nähern uns hier einem doch recht großen Konvoi. Jawohl, Herr Kaloy. Nur geil, wenn ich ein bisschen mehr was sehen würde. Als nur 2 Kilometer. Zerstörer, 60 Grad. Ich sehe nämlich einen feuchten Furze. Irgendein U-Boot ist hier auch schon fleißig dabei und macht ein bisschen Ablenkung für uns. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 30 Grad. U-Boot ja. 40 Grad. Ja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja. Jawohl, ich kümmere mich. Wenn ich jetzt mal was sehen würde hier. Alles ist blau, nur nichts ist rot. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ah, da haben wir doch das erste Opfer. Die Corte Rio. Portugiesen haben C3-Frachter. Ja, das soll mir egal sein, ne? Das ist nicht mein Problem. Den kommen wir noch wahrscheinlich. Wasserbomben in beträglicher Entfernung. Wasserbomben in. Könnt ihr mit dem T5 ausnocken? Zerstörer, 85 Grad. Wasserbomben in beträglicher Entfernung. Oh, reicht doch noch nicht mal, um den Torpedo auszurichten, ne? Solange du nicht wieder wogegen fährst. Ah, ist als ob das jemals vorgekommen wäre. Alles Fake News und Gerüchteküche. Zerstörer, 85 Grad. Ah, guck mal, eine Konka. Rohr 1 bewässert. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. So, die drehen gerade nach Steuerbord ab. Ja, kommt der nächste. Wir haben hier eigentlich ziemlich freies Feld. Boah, dieses Lied habe ich schon so oft gehört, ne? I'm a mechanical man. Bin ein mechanischer Mann. I'm a mechanical man. Jute, komm mal, Konker. Ich glaube sogar der erste. Tiberium-Konflikt. So, jetzt dreh mal wieder an der Backbord ab, du Opfer. So wäre optimal. 89%. Los! Raus mit dem Mann, Leute. Torpedo-Einschlag. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. 30 Sekunden. Selbst der Torpedo ist aber nur dunkel. 20 Sekunden. Ajo. Ah, das könnte eventuell noch was werden, aber die drehen schon wieder nach Steuerbord ab, ne? Hat auch gezündet.
Das sollte reichen, dass sie ihr Schiff einfach aufgeben und ins sehr kalte Wasser springen. Vielleicht haben wir Glück und die kentern. Mit ein bisschen Druck auf den Daumen vielleicht. Ja. Ja. Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, noch ein bisschen. Mühe mehr. Und nur Nuance schräger, bitte. Und durch. Der Drops ist gelutscht, Leute. Nein, das wussten die nicht. Da gehen sie gerade unter. Man erkennt es schwer. Aber es ist so, glaubt mir. Hier ist es. Da haben wir noch ein kleines Barbecue. Hier ist die feige Mannschaft, die ihr Schiff verlassen hat. Und nicht mit dem Schiff untergehen will. Und wir holen uns so viele Schiffe hier wie möglich. Bei der Sichtweite könnten wir sogar einfach auftauchen und die abknallen. Ne? Aber bis dahin sollten die wohl hoffentlich gesunken sein. Oder sich zumindest aus dem Weg bewegt haben. Mach mal Platz da, wir müssen da durch hier. U1055 versenkt. U559 versenkt. Na. Wie viele sind denn noch hier? Wir? Wir noch ein U-Boot als Ablenkung? All das und noch viel mehr, Leute, erfahren wir in der nächsten Folge von U-Boot. Natürlich. So. Ist auch schwer, die richtige Perspektive mal hinzukriegen. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Und ein Riesendank geht raus an meine Kanalunterstützer Gerd Lorelei, Sascha Tevis, ist halt so, Nagetermin, Stefan Freunde, Killer Wotan und LPMM. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.